Wollt ihr auf dem Spielplatz? Ja! Okay, Kinder, ihr könnt nach dem Frühstück gehen. Euer Vater und ich müssen kurz noch was machen. Juppi! Wir können auf den Spielplatz! Nach dem Frühstück! Ich will so nach. Stopp! Wir gehen jetzt zum Spielplatz Basta. Warum lacht ihr? Wegen du dir Wetten wieder anbrechen wirst. Das ist nicht witzig, das tut höllisch weh. Ja, klar. Na, wartet! Kinder, hört auf zu streiten und geht einfach zum Spielplatz. Ja, niemand bricht sich den Arm. Ihr passt ja auf. Okay. Dann tschüss. 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 Komm, wir fahren schnell zu Ikea und holen ein Zimmer für die, ne? Ja, in Pink. 2 Stunden später. Ich hoffe, denen gefällt das Geschenk, oder? Bestimmt. Wir haben ja noch Tapete gekauft. Aber irgendwie glaube ich, das passt nicht durch die Tür. Tja, jetzt müssen wir es öffnen. Besser, das passt bestimmt durch die Tür. Oh, jetzt fällt mir ja ein, wir müssen noch das Zimmer leer räumen. Okay, Nina, du bleibst draußen, während ich das Zimmer leer räume, ja? Ja, okay. Fertig. Und jetzt muss ich schnell die Tapeten abmachen. Erstmal die hier. Fertig. Nina! Ja, wir können schon tapezieren. Genau, darum habe ich dich gerufen. Okay, gut, dann fangen wir jetzt mal an. Let's go! Das war aber anstrengend. Aber es hat sich gelohnt. Also, ich hol mal die Möbel rein, okay? Okay. Den Teppich, den wir gekauft haben, hole ich als letztes rein. So, als erstes tue ich die Matratze in das Bett. Perfekt, das stelle ich mal an die Seite. Also, das sieht toll aus. Jetzt hole ich mal das Bett für Luisa. So, jetzt hole ich mal den Teppich. Jetzt sieht es aus, als wäre hier ein Teich drin. Dann tun wir die Möbel im richtigen Ort hin. Die werden sich bestimmt freuen, es ist doch richtig pink. Ja, sogar ganz viel. Oh, würde es mein Zimmer sein, ich wäre ein Kind, dann würde ich... Stopp, Nina, das interessiert mich nicht. Entschuldigung, aber das interessiert mich nicht. Ich bin ja kein Mädchen. Das kannst du zu Rose sagen, aber nicht zu mir. Bye. Spielverderber! Sag, was du sagst. Ich bin kein Spielverderber. Aber egal, jetzt ist das Zimmer fertig und wir tun so, als wäre nichts, okay? Wir setzen uns ins Wohnzimmer und dann gehen wir einfach selber hoch und lassen sich überraschen, okay? Okay, wir haben vergessen, die Spielzeuge reinzuräumen. Egal, das schaffen wir schnell. Puh! Das war aber anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Ja, jetzt gehen wir runter. Okay. Oh Mann, seid ihr nervig. Was haben wir denn gemacht? Boah, das versteht ihr eh nicht. Ihr seid so fies. Ich gehe jetzt in mein Zimmer. Geh doch. Oh, ihr seid so nervig. Wow, ist das schön. Bella, Luisa, komm schnell. Was? Wow, ist das schön. Aber welches Bett gehört mir? Darf ich dein altes Bett haben? Okay, dann nehme ich das ganz pinke. Dann gehe ich mal rauf. Das Bett ist so weich, dass ich hier sofort schlafen möchte. Jetzt teste ich mein Bett. Ha, ist das weich. Ich habe gar nichts bekommen. Doch hast du, Bella. Wie bist du hierher gekommen? Unwichtig. Tada! Wow! Danke! Bitte, bitte. Aber Bella, die schlafen ja gerade. Sollen wir zusammen zu Burger King? Ja! Komm schnell!